Ja, vielen Dank. Ich halte den Redebeitrag hier für die Zeitschrift Bürgerrecht und Polizei Zillip. Hierfür muss ich mit schwierigen Begriffen hantieren. Terrorismus, Terrorismusbekämpfung, Terrorismusbekämpfungsgesetz, Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz, Terrorismusbekämpfungsgesetz, Ergänzungsgesetz, Gesetzgeber. Also, das nochmal vorausgeschickt. Ich leg mal los. Seit Mitte letzten Monats wissen wir Bescheid. Das Terrorismusbekämpfungsgesetz von Ende 2001, das nach 5 Jahren zum Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz erneuert wurde, soll wieder verlängert werden. Die Geheimdienste sollen weiterhin Daten von Fluggesellschaften und nun auch von internationalen Reservierungssystemen abfragen dürfen. Sie sollen wie bisher Kontodaten bei Banken erhalten und werden es nun leichter haben. Sie dürfen sich an den Stammdaten beim Bundessteueramt bedienen und erfahren auf diese Weise problemlos, wer wo ein Konto hat. Und Sie können auch in Zukunft Bestands- und Verkehrsdaten bei Telekommunikationsfirmen abfragen, die sogenannte Funkzellenabfrage. Sie werden also von der Vorratsdatenspeicherung profitieren, wenn diese dann tatsächlich umgesetzt wird. Verzichten will die Bundesregierung nur auf jene Befugnisse, die ihre Schlapphüte ohnehin nicht gebraucht haben. Jetzt könntet ihr Buh schreien. Die erweiterten Befugnisse der Dienste wurden Ende 2001 in aller Hast eingeführt. Im Oktober 2001 hat der damalige SPD-Bundesinnenminister Schilly seinen Otto-Katalog aufgetischt. Der kleine grüne Koalitionspartner durfte einige Retuschen anbringen und dafür sorgen, dass die neuen Vollmachten der Geheimen auf 5 Jahre befristet wurden. Das alles kann uns kaum verwundern. Schon lange vor dem 11. September 2001 bestand diese ganz große Koalition der inneren Sicherheit, die seitdem als Koalition der Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetzgeber auftritt. Schon lange vor dem 11. September produzierten sie Sicherheitsgesetze, führten kleine und große Lauschangriffe ein, legalisierten verdeckte Ermittlungen, sorgten dafür, dass Bundeskriminalamt und Bundesgrenzschutz ausgebaut wurden und ermöglichten, dass die Geheimdienste die Kinder des Kalten Krieges auch nach dessen Ende weiterwursteln durften. Die Terrorismusbekämpfung seit 2001 bewirkte, dass der Motor der Sicherheitsgesetzgebung nicht zum Stillstand kam, weder in der BRD noch auf EU-Ebene. Die Terrorismusbekämpfung seit 2001 ermöglichte, dass die ohnehin angeschlagene Trennung von Polizei und Geheimdiensten umdefiniert wurde in eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit, zum Beispiel in Institutionen wie dem gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum. Die Terrorismusbekämpfung seit 2001 legitimierte den Aufbau neuer Datenbanken wie der Antiterrordatei auf nationaler Ebene oder diversen Datenbanken auf EU-Ebene. Die Terrorismusbekämpfung seit 2001 erlaubte den Aufstieg der Biometrie als neuer Identifikationstechnologie in unseren Pässen, in Ausweisen, aber auch in Datenbanken wie dem Schengener und dem Visa-Informationssystem der EU. Die Terrorismusbekämpfung seit 2001 führte ebenso dazu, dass die Trennung von Innen- und Außenpolitik, von Polizei und Militär verschwimmt. Das Militär handelt im Staatsinnern als Sicherheitsinstitution und die Polizeien agieren im Ausland an der Seite des Militärs. Kriege werden als Polizeiaktionen mit anderen Mitteln verkauft. Das Terrorismusbekämpfungsgesetz wie auch das Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz sind also Details einer langen Kette von Veränderungen, aus denen sich allerdings einiges lernen lässt. Wenn neue polizeiliche oder geheimdienstliche Vollmachten erst einmal eingeführt sind, bleiben sie erhalten. Wer auf Regierungen und etablierte Parteien setzt, wer darauf hofft, dass die nächste Koalition Fehler und Auswüchse korrigieren würde, hofft vergebens. Was sich hierzulande nicht durchsetzen lässt, wird über den Umweg der Europäischen Union eingeführt. Beispiel Vorratsdatenspeicherung. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Der Widerstand gegen die Einschränkung von Freiheitsrechten muss sich ebenso grenzüberschreitend organisieren, wie es die Macherinnen und Macher von Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetzen tun. Gegen die Militarisierung des EU-Grenzregimes, gegen die Überwachung und Kontrolle digitaler Kommunikation, gegen die ausufernden polizeilichen Datenhalden, die zusehends international getauscht werden.
Kämpfen wir also international für unsere Rechte, für eine wirklich offene Gesellschaft. Mit datenschutzrechtlichen Brotkrümeln lassen wir uns nicht länger abspeisen. In diesem Sinne möchte ich auch nochmal der Verlängerung der Freedom Not Fear Aktion nächste Woche in Brüssel viel Glück wünschen und ich hoffe, dass auch viele Menschen bei der Ausweitung des grenzüberschreitenden Widerstands dabei sind. Danke. Herzlichen Dank, Matthias.